Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, hab ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht's mal um ein bisschen Berufswissen. Und zwar wollen wir uns alle Schätze anschauen, die einmal Berufswissen bringen. Und das auch tatsächlich von allen Berufen. Angefangen jetzt hier auf meinem Main. Und zwar werden wir uns da als allererstes einmal die Schmiedekunstschätze holen. Es ist übrigens so, dass in jeder Zone es 2 Schätze gibt pro Beruf. Und dementsprechend gibt es bei 4 Zonen insgesamt 8 Schätze. Die können wir einfach alle einmal mitnehmen. Ich habe hier ein Add-on drauf, und zwar Handy Notes, War Within, und dann sehen wir die schon auf der Map. Ich würde sagen, wir fliegen die einmal alle ab und beginnen tun wir einmal hier in der neuen Hauptstadt. Und zwar sind wir auf der Insel von Dorn und hier dann einmal in der Stadt drin, und zwar Donegal. Und dort haben wir den ersten Schmiedekunstschatz auf den Koordinaten 47, 26. Und ich würde sagen, den machen wir auf. Der liegt einfach hier auf diesem Kristall drauf, hätte ich gesagt. Das ist der Hammer aus Donegal. Und dieses Item bringt uns dann für Schmiedekunst quasi 3 zusätzliches Wissen. Übrigens, ihr müsst den Beruf erlernen und dann könnt ihr die Sachen aufmachen. Also Schmiedekunst von Kas Algar. Und mehr braucht ihr nicht. Ihr braucht da keinen Skill. Das geht mit quasi Skill Nummer 1. Das nächste Schmiedekunst-Item haben wir dann einmal hier auf der Insel von Dorn, und zwar auf den Koordinaten 59, 62. Und da haben wir den uralten Amboss der Irdenen. Und der befindet sich hier in dem Gebäude drin. Einfach hier zwischen diesen... Was ist denn das? Ne, das ist kein Bett, oder? Es muss wahrscheinlich... Naja doch, das sieht aus wie ein Bett mit einer... mit ein bisschen Lava-Gedönse unten drin. Gut, den haben wir auch einmal gelernt und dann weiter ins nächste Gebiet. Als nächstes sind wir dann im zweiten Gebiet, den schallenden Tiefen, und hier sind wir auf den Koordinaten 60, 53 und da haben wir den Meißel der Irdenen. Den tüten wir jetzt auch ein. Der bringt nämlich auch wieder 3 Skillpunkte. Der zweite Schatz in den schallenden Tiefen ist dann einmal hier auf den Koordinaten 47, 33 und da sind wir jetzt hier in Gundergatz, das ist diese, ja, das Hauptlager hier in der Zone. Und dort liegt der quasi einfach hier neben der Schmiede dran. Da haben wir hier den Kasten, den können wir anklicken und dann ist Klemme des schallenden Hammers. Und die können wir jetzt einmal auch lernen. Dann sind wir im nächsten Gebiet, und zwar im Heilsturz. Und dort haben wir den ersten Schatz hier auf den Koordinaten 47, 61. Und dort haben wir ebenfalls wieder einen Amboss, Schmiede der heiligen Flamme. Und auch der bringt einmal 3 Skillpunkte. Der nächste Schatz ist gar nicht weit entfernt davon, und zwar hier dann in der Stadt Merelda auf den Koordinaten 44, 55. Und dort haben wir hier in diesem, ja, Zelt, würde ich jetzt mal sagen, oder Überbau, haben wir einmal eine Zange, und zwar strahlende Zange ist das in dem Fall. Dann sind wir auch schon im letzten Gebiet angelangt, und zwar einmal hier in Ashkahet auf den Koordinaten 53, 50. Und dort ist das Ganze jetzt in einem Gebäude drin. Also wir haben hier den Weg runter und hier in dem Gebäude haben wir dann diesen Hammer liegen, würde ich mal sagen. Und der schimpft sich Drahtbürste des Spindlings. Okay, es ist anscheinend eine Bürste. Naja, okay, wenn wir näher hinschauen, ist es eine Bürste, es ist kein Hammer. Sah so aus von der Form. Gut, und weiter geht's. Und dann kommen wir schon zum letzten Schatz. Und dieser befindet sich jetzt hier unten in der Stadt der Fäden. Und da sind wir jetzt einmal auf den Koordinaten 47, 73. Und ja, da haben wir das Teil hier quasi bei dem Händlern liegen. Und das heißt eine rubische Schmiedeausrüstung. Nehmen wir das auch mit. Und damit haben wir jetzt schon mal die 8 Schmiedeschätze. Dann geht es jetzt als nächstes weiter mit Lederverarbeitung. Und da sind wir beim ersten Schatz einmal wieder in Donegal. Auf der Map von der Insel von Dorn ist das Ding auf den Koordinaten 54, 38. Und zwar hier in einem Gebäude drin. Und ja, ihr seht hier mal den Eingang zu Donegal. Und dort haben wir quasi dann das Gebäude. Und da hängt einmal ein Verschnürungsgerät der Irdenen. Das nehmen wir einmal mit. Und auch diese Dinger bringen alle immer schön 3 Skillpunkte. Das nächste ist gar nicht so weit weg davon. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 58, 30. Und diesmal haben wir das auch wieder in so einem kleinen Gebäude drin. Und da haben wir einmal Flachmesser des Handwerkers aus Donegal. Und das können wir auch mitnehmen. Bringt ebenfalls wieder 3 Skillpunkte.
Als nächstes sind wir dann in den schallenden Tiefen und dort auf den Koordinaten 64, 65. Und hier haben wir den nächsten Lederschatz. Der befindet sich einmal wieder in so einem kleinen Gebäude. Und dort haben wir dann Allee der Irdenen. Oder irgendwie so ähnlich. Scheint auch ein Meißel zu sein. Ebenfalls wieder 3 Skillpunkte. Den nächsten Schatz haben wir dann in Gundagatz, also hier in der Hauptcity in den schallenden Tiefen. Und das ist einmal auf den Koordinaten 47, 34. Und ja, dafür müssen wir in den Gebäude rein, in dieses Haupthaus. Da ist das einfach quasi hinten drin. Unterirdische Abziehungsverbindung. Und das haben wir jetzt auch einmal eingetütet. Als nächstes sind wir dann in Hallsturz und dort auf den Koordinaten 47, 65. Und ja, das ist ebenfalls wieder in einem Gebäude drin, liegt hier hinten auf einem Tisch. Abkantersatz, der Errati schimpft sich das Teil. Das nächste Item haben wir dann ein paar Meter weiter und zwar auf den Koordinaten 41, 57. Da haben wir den Lederpolierer der Errati und den können wir auch mitnehmen. Dann sind wir jetzt im letzten Gebiet und zwar in Ashkahet und hier sind wir einmal auf den Koordinaten 60, 54 und dort haben wir auf dem Tisch ein gekrümmtes Kirschnermesser der Neruba und das können wir jetzt ebenfalls einmal eintüten. Als nächstes sind wir dann einmal hier unten in der Stadt der Fäden und dort sind wir auf den Koordinaten 50, 74 und da haben wir den Gerbehammer der Neruba, ebenfalls wieder in einem Gebäude. Und der liegt einfach hier hinten direkt um die Ecke. Ja, und damit müssten wir auch alle 8 Lederverarbeitungsschätze haben. Und dann können wir mit dem nächsten Beruf weitermachen. Dann bin ich jetzt auf meinem Hexertwink unterwegs. Und zwar wollen wir uns jetzt als nächstes Schneider anschauen. Und dazu bin ich einmal in Dornegal. Beziehungsweise wenn wir die Map auf der Insel von Dorn anschauen, dann sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 52, 37. Und dort holen wir uns den ersten Schneiderschatz. Dann müssen wir jetzt hier in die Hütte rein. Und dann haben wir hier das Teil auf dem Tisch liegen. Und zwar ist es ein Trennmesser aus Dornegal. Als nächstes sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 56, 60. Und dort haben wir das nächste, Maßband der Irdenen heißt das. Und das liegt hier auf einem Tisch, direkt neben einem anderen Schatz. Da habe ich es jetzt erst auf der Map ehrlich gesagt nicht gesehen. Dann sind wir jetzt im zweiten Gebiet und zwar den schallenden Tiefen und hier auf den Koordinaten 64, 60 und dort haben wir die Schere des Irdenen Nähers. Und die liegt hier in so einem Zeltvorbau quasi. Die können wir mitnehmen. Den zweiten Schatz in den schallenden Tiefen haben wir dann hier in Gundagatz, also das ist einmal hier diese Hauptstadt in der Zone. Und zwar sind wir da jetzt auf den Koordinaten 47, 32 und wir müssen jetzt in das Gasthaus rein, um hier unten runenverzierte irdene Nadel zu looten. Und ja, da sind wir jetzt einmal davor, da laufen wir jetzt einmal durch, hätte ich gesagt. Also wir müssen hier in das Gasthaus rein und dann quasi hier komplett durch und nicht nach links abbiegen, da ist ein anderer Schatz. Sondern nach rechts, da ist dann der Schneiderschatz hinten drin. Da haben wir diese Irdenen-Nadel. Als nächstes befinden wir uns dann in Hallsturz. Und dort sind wir jetzt auf den Koordinaten 49, 62. Und hier haben wir dann den nächsten Schatz. Und der ist dann quasi hier zwischen dieser Hütte und dem Haus, ne? Liegt da auf dem Tisch. Rollenschneider der Errati heißt das Ding. Das looten wir den Kollegen einfach vom Tisch weg. Und dann sind wir am zweiten Spot hier in Hallsturz und das ist einmal auf den Koordinaten 40, 68, hier unten in dem Zelt. Da würde ich sagen, schauen wir mal rein, wo das genau liegt. Hier hinten ist das Teil. Und zwar Winkelmesser des königlichen Ausstatters. Dann auch einmal weglooten. Dann sind wir jetzt im letzten Gebiet und zwar in Ashkahet und dort auf den Koordinaten 53, 62. Und hier drüben haben wir eine nerubische Steppdecke und die ist einmal in einem Gebäude drin, also hier. Und dann müssen wir einmal um die Ecke. Oh, jetzt haben wir hier einen Mob gepult. Schauen wir mal, stunnen wir den und führen den weg. So, das Ding machen wir auf. Dann haben wir auch wieder als nächstes Teil. Und der zweite Schatz hier im Gebiet ist dann einmal unten in der Stadt
Und da sind wir jetzt auf den Koordinaten 48, 70. Und da haben wir Nadelkissen der Neruber. Und das können wir jetzt hier auch einmal weglooten. Ja, damit sind wir dann auch mit Schneider durch und schauen uns den nächsten Beruf an. Als nächstes schauen wir uns dann die Schätze der Verzauberungskunst an. Und dazu fangen wir wieder auf der ersten Insel an, und zwar Insel von Dorn. Und dort sind wir jetzt einmal hier auf den Koordinaten 51, 56 in der Hauptstadt. Und da haben wir einmal diese Stange an der Wand lehnen. Und das ist Silberrute aus Dorn und die können wir jetzt hier direkt mal öffnen. Die gibt ebenfalls wieder 3 Skillpunkte. Dann sind wir jetzt auf den Koordinaten 57, 61. Und dort ist das nächste hier auf dem Tisch. Und zwar haben wir da geschliffener Edelstein der Irdenen. Können wir dann einmal öffnen. Als nächstes sind wir dann in den schallenden Tiefen. Und zwar hier bei den Koordinaten 67, 65. Und dann haben wir einmal in so einem kleinen Gebäude hinten so einen Trank stehen. Und zwar belebter Verzauberungsstaub. Und den können wir jetzt auch einmal weglooten. Als nächstes sind wir dann hier auf den Koordinaten 44, 22 und da liegt das Teil einfach hier quasi an diesem Stand dran. Und da haben wir rußbedeckte Kugel und die können wir einmal looten. Als nächstes sind wir jetzt in Heilsturz und zwar hier einmal auf den Koordinaten 48, 64 und dort müssen wir wieder in ein Gebäude rein. Und zwar einmal hier und dann haben wir da hinten so eine Rolle liegen und das ist einmal verzauberte Arati-Schriftrolle. Gehen wir nochmal raus, dass ihr seht, wo wir sind. Also wir sind hier bei diesen Feldern, ne? Der nächste Spot befindet sich jetzt hier unten bei den Koordinaten 40, 70. Und dazu müssen wir einmal in einen Turm rein. Das ist dieser hier, der hohe. Und da haben wir das einfach hier an der Seite liegen. Und das ist die Essenz des Heiligen Feuers. Als nächstes sind wir dann einmal in Ashkehet. Und hier auf den Koordinaten 57, 44 und dort wollen wir jetzt den leeren Splitter uns holen. Und der liegt hier neben der Treppe. Einmal hier an so einem Tisch mit ein paar Gefäßen. Als nächstes sind wir dann hier unten in der Stadt der Fäden. Und dort haben wir auf den Koordinaten 52, 73 hier das Buch der dunklen Magie. Und das liegt auch wieder auf einem Tisch außerhalb von diesem Gebäude hier. Auch einmal anklicken. Als nächstes schauen wir uns jetzt den Inschriftenkundler an. Und dort sind wir jetzt mal wieder in Dornegal. Wir sind einmal auf den Koordinaten 51, 43. Und hier im Auktionshaus haben wir den Federkiel des Schreibers aus Dornegal. Und da würde ich sagen, gehen wir einmal rein. Und der liegt einfach hier hinten quasi im Regal drauf. Dann haben wir den ersten Inschriftenkundlerschatz. Der nächste Schatz ist dann einmal hier auf den Koordinaten 55, 60 und das ist der Federhalter des Historikers. Und da sind wir jetzt auch quasi in so einem Häuschen drin. Hinten auch wieder in so einem Regal. Als nächstes sind wir in dem zweiten Gebiet und zwar in den schallenden Tiefen. Und hier haben wir das nächste Item auf den Koordinaten 62, 57 und das ist einmal Blau-Pigment der Irdenen. Dieses ist ebenfalls in einem Gebäude und da müssen wir jetzt hier mal rein. Und dort liegt es quasi hier hinten auf dem Tisch rum. Als nächstes sind wir jetzt in Gundagatz und zwar hier in der City. Das ist einmal auf den Koordinaten 48, 34 und dort müssen wir ebenfalls in ein Haus rein. Da haben wir runische Schriftrolle. Und die ist jetzt einmal hier direkt auf dem Tisch. Ich laufe nochmal raus, dass ihr seht, welches Haus das war. Also, hier haben wir quasi die Treppe, ne? Und da in der Mitte die Hütte ist es. Als nächstes sind wir jetzt in Heilsturz. Und da haben wir den Schatz auf den Koordinaten 43, 59. Und hier haben wir Füllhalter des Informanten. Und der ist hier in so einem kleinen Zelt drin. Direkt auf der Mauer drauf. Den zweiten Schatz in Heilsturz haben wir dann einmal hier auf einem Turm und zwar auf den Koordinaten 42, 48. Und da bin ich jetzt gerade schon draußen dran. Der ist dann im Gebäude drin und zwar hier einfach auf dem Tisch. Gemeißelte, gemeißelte Markierung des Kalligraphen, so rum. Okay, das können wir
auch einmal lernen. Dann sind wir jetzt in der letzten Zone und zwar in Ashkehet. Und diesmal sind wir direkt hier im Nest der Weberin auf den Koordinaten 55, 43. Und da ist es direkt in der Mitte einmal auf dem Boden. Nerubische Texte sind das. Können wir auch direkt lernen. Den letzten Inschriftenkunde-Schatz haben wir dann einmal hier unten in der Stadt. Und zwar sind wir da auf den Koordinaten 48, 75. Und hier haben wir es einfach in dem Gebäude drin, ne? Also da gehen wir jetzt einmal rein. Und das liegt hier einfach frei auf dieser Theke drauf. Da haben wir einmal Tintenfass des Giftmischers. Können wir dann auch einmal looten und auch dieses Ding lernen. Gut, damit sind wir auch mit Inschriftenkunde durch. Dann machen wir als nächstes weiter mit Alchemie. Und zwar bin ich da auf meinem Magier, der diesen Beruf hat. Und da sind wir jetzt hier beim ersten Schatz. Und zwar auf der Insel von Dorn auf den Koordinaten 45, 47. Hier quasi direkt zu dem Eingang in die schallenden Tiefen. Und dort haben wir jetzt Eisenpulver der Irdenen. Und das können wir jetzt einmal öffnen. Den zweiten Schatz hier im Gebiet haben wir einmal dann auf den Koordinaten 57, 61. Und das ist hier unten der Metallrahmen aus Dornegal. Und der liegt ja quasi in so einem Stand drin, hier auf dieser Truhe. Dann sind wir in der zweiten Zone unterwegs. Und zwar bin ich hier einmal in den schallenden Tiefen auf den Koordinaten 64, 61. Und dort haben wir den gravierten Rührstab. Und der ist hier in so einem Häuschen drin. Und der liegt direkt hier an dem, ja, Schmieden, an der Schmiede würde ich jetzt mal sagen, ist es. Dann sind wir auf dem nächsten Spot und zwar bei den Koordinaten 42, 24. Und hier haben wir den verstärkten Messbecher. Und der ist jetzt quasi in so einem Gebäude mit drin, ne? Also wir sind in der unteren Ebene. Ich hatte jetzt erst oben gesucht und da liegt der einmal auf einem Tisch hier rum. Dann sind wir im nächsten Gebiet und zwar einmal in Heilsturz und hier sind wir jetzt auf den Koordinaten 42, 55 und dort haben wir geläutetes Wasser des Chemikers. Und dieses liegt jetzt hier in dem mittleren Platz einfach auf dem Tisch hier rum. Auf der anderen Seite von dem Platz hier, auf den Koordinaten 41, 55, haben wir dann geheiligter Mörser und Stößel. Und ja, da müssen wir aber mal hier einmal in das Waisenhaus rein. Und dann liegt das ganze Ding hier hinten auch auf so einem Tisch neben den großen Möhren. Dann sind wir im letzten Gebiet angelangt und zwar in Ashkhet. Und dort sind wir jetzt auf den Koordinaten 43, 56. Und hier haben wir nämlich einen Turm. Und in dem Turm ist die Fiole der dunklen Apothekerin drin. Und ja, ich würde sagen, da gehen wir jetzt einmal rein und holen die. Die ist direkt quasi hier auf einem zerbrochenen Tisch. Das letzte Alchi-Item haben wir dann einmal hier in der Stadt der Fäden und zwar hier unten auf den Koordinaten 47, 69 und dort ist es ebenfalls wieder in einem Gebäude drin. Hier haben wir das Item Nerubisches Mischsalz und ja, das können wir jetzt hier aus dem Gebäude einmal holen und das steht hier einfach auf dem Tresen. Gut, dann lerne ich die ganzen Dinger noch, die bringen alle übrigens 3 Skillpunkte. So, als nächstes machen wir dann die Inji-Schätze. Und zwar sind wir einmal in Dornogal. Und dort sind wir auf den Koordinaten 64, 53, also jetzt wirklich in der Stadt-Map, ne? Da ist, glaube ich, ein bisschen besser zu sehen als hier auf der Gesamt-Map. Und da sind wir hier ganz hinten drin, wo das Black Market ist. Ne? Also da gibt es quasi hier in der Sackgasse das letzte Gebäude, hier war das Black Market. Und da haben wir dann einmal Brille aus Dornogal und das ist unser erster Inji-Berufsschatz. Den zweiten Schatz hier in der ersten Zone haben wir dann einmal hier unten auf den Koordinaten 61, 69. Und dort haben wir den Schraubenschlüssel des Felsingenieurs. Und das haben wir dementsprechend hier in dem Gebäude drin. Übrigens gibt hier auch noch mal gut Schrott raus, ne? Also es lohnt sich auf jeden Fall, die Dinger mitzunehmen, nicht nur für die Skillpunkte, sondern auch für diese Schrottsachen. Jetzt haben wir eben 25 Schrott gekriegt, den man ja auch mit dem Beruf klein machen kann. Als nächstes sind wir dann in den schallenden Tiefen unterwegs und dort haben wir den ersten Schatz auf den Koordinaten 64, 58 und hier haben wir die Konstruktionspläne der Irdenen. Die sind einmal hier in dem Gebäude drin und einmal hier hinter dem Tresen.
Der zweite Spot ist einmal hier ganz weit oben, und zwar hier auf den Koordinaten 42, 27. Und da haben wir inaktive Bergbaubombe. Und ja, die liegt hier einfach oben bei diesen Loren rum. Dann sind wir jetzt im nächsten Gebiet, und zwar in Heilsturz. Und dort haben wir den ersten Schatz auf den Koordinaten 41, 48. Und hier ist der Sicherheitshandschuh der Rati. Diesen haben wir hier auf diesem Luftschiff. Und ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr so ranfliegt, kommt ihr in die Instanz rein. Also ihr müsst quasi hier um das Instanzportal rumfliegen, um das Ding zu looten. Ist teilweise ein bisschen blöd gemacht. Dann haben wir den nächsten Schatz ein paar Meter weiter auf den Koordinaten 46, 61 außerhalb von der Stadt. Und dort haben wir Heiliger Feuerwerksblindgänger. Und ja, der ist auf so einem kleinen Podest hier. Dann sind wir im letzten Gebiet, und zwar einmal in Ashkahet auf den Koordinaten 56, 40. Und hier können wir in den Gebäude reinlaufen, und dort haben wir die verpuppte Mechanospinne. Und ja, das ist hier quasi dieses Hauptlager in der Zone. Da laufen wir einmal in das Gebäude rein. Und das Ding liegt hier hinten auf so einem Tisch drauf. Die Spinne. Und dann ist es nur noch eine. Dann sind wir am letzten Spot. Und zwar, wir sind jetzt einmal in Ashkahet auf den Koordinaten 53, 68, hier in der Stadt noch. Und dort haben wir entleerte Giftbehälter. Und den können wir uns auch einmal mitnehmen. Gut, dann sind wir jetzt einmal fertig mit Inji. Als nächstes schauen wir uns dann die Juwelschätze an. Und dazu bin ich schon mal beim ersten. Wir sind einmal in Dornegal. Und dort auf den Koordinaten 34, 52 haben wir Edelstein Zange der Ödenen. Und die liegt auch hier direkt beim Eingang zu den schallenden Tiefen. Die haben wir dann einmal hier auf diesem Wagen liegen. Hi. Da kann man ein bisschen schlecht anklicken tatsächlich. Das nächste Item haben wir dann einmal in dem Gebäude, und zwar auf den Koordinaten 63, 66 auf der Insel von Dorn. Und dazu müssen wir jetzt hier in ein Haus rein. Und da müssten wir das Ding irgendwo unten drin liegen haben. Ah ja, genau. Ich sehe da, hier haben wir den behutsamer Juwelenhammer. Können wir auch einmal weglooten. Als nächstes sind wir dann in den schallenden Tiefen und hier auf den Koordinaten 57, 54. Dort haben wir einmal feiner Bohrer des Juweliers. Und das ist in so einer kleinen, ja, in so einem kleinen Mineneingang, würde ich sagen, der zugeschüttet ist. Und das ist übrigens ein Rare, ich muss den gerade umhauen. Also wenn euer Twink ein wenig schwach auf der Brust ist, dann kann es halt sein, dass er da Probleme kriegt, ne? So, als nächstes sind wir dann hier einmal in der Stadt, in Gundagatz. Und hier ist das nächste Teil auf 48, 35. Und ja, dort müssen wir in ein Gebäude rein. Da sind wir quasi hier in diese Sackgasse und dort in das Gebäude einmal rein. Und dann haben wir das direkt hier unten an dem, ja, auf diesem kleinen Schränkchen. Und das ist der gemeißelte oder die gemeißelte Steinakte. So, wir sind ins nächste Gebiet weiter geswitcht, und zwar einmal nach Heilsturz, und hier sind wir auf den Koordinaten 47, 60 und dort haben wir Größenschablone der Arati, und das Ding ist in einem Haus drin, und zwar hier oben liegt das einmal. Größenschablone. Dann sind wir jetzt in Meralda drin, und da ist einmal auf den Koordinaten 44, 50 das nächste Item, Vergrößerungsglas des Bibliothekars. Und das ist ebenfalls hier in einem Gebäude drin. Also warte, ich gehe mal ein bisschen raus. Hier quasi das Gebäude, das auf so einem Podest steht. Und da müssen wir mal gucken, das müsste irgendwo hier in der Ecke sein. Oder vielleicht müssen wir auch einmal nach oben. Jetzt muss ich mal gucken. Wir gehen mal nach oben und schauen mal. Ah, da ist das Ding. Vergrößerungsglas. Wunderbar. Dann sind wir ins nächste Gebiet weitergeswitcht. Und zwar sind wir einmal in Ashkahet. Hier auf den Koordinaten 55, 58. Und in einem Gebäude finden wir dann Bankblöcke der Naruba. Und ja, dieses Gebäude, da gehen wir jetzt einmal rein. Und können das Ding hier quasi gleich hinten weglooten. Ich nehme mal kurz raus, dass ihr es ein bisschen sehen könnt. Also hier, ne, das Gebäude, dieser Turm ist es quasi. Dann sind wir am letzten Spot.
Und zwar einmal hier auf den Koordinaten 47, 71. Und dort haben wir den Kristall des Ritualzauberwirkers. Und der ist jetzt ein bisschen nerviger. Ich kann es euch nämlich zeigen. Wenn wir hier draufklicken wollen, dann kriegen wir leicht die Werkbank des Juweliers ins Target. Aber wir müssen genau auf diesen Kristall draufgehen. Und dann können wir den quasi einmal öffnen und ja, auch einmal lernen. Gut, dann sind wir auch mit Juveltum komplett fertig. Haben da einmal alle Skillpunkte eingeheimst. Und ich würde sagen, wir schauen uns den nächsten Beruf an. Dann schauen wir uns als nächstes die Schätze vom Kirschner an. Und dazu sind wir wieder in Dornegal unterwegs. Der erste Schatz befindet sich auf den Koordinaten 29, 52 in Dornegal. Und dazu müssen wir erstmal hier in ein Haus rein. Also hier haben wir den Eingang, ne, runter in die schallenden Tiefen. Und hier haben wir dann direkt den Eingang in diese, ja, ist eher eine Halle, würde ich sagen. Und dann unser Schatz liegt hier auf dem Tisch, Schnitzmesser aus Dornegal. Den nächsten Schatz haben wir dann hier außen auf der Insel von Dorn, und zwar auf den Koordinaten 60, 27. Und dort haben wir die Balken des irdenen Arbeiters. Und ich weiß jetzt zwar nicht, was der Kirschner mit irgendwelchen Balken zu tun hat, aber wir hinterfragen das nicht und nehmen die einfach mit. Wir sind dann einmal weiter geswitcht in die schallenden Tiefen und hier haben wir auf den Koordinaten 65, 61 einmal ein ergiebiges Fungianer-Gerbstoff. Ah ja, ergiebiger Fungianer-Gerbstoff, so rum, okay. Den können wir dann einmal eintüten, aufsammeln und eintüten, so rum. Den nächsten Schatz haben wir dann oben bei Gundagatz, und zwar auf den Koordinaten 47, 28, und hier haben wir das Abziehmesser des Kunsthandwerkers. Und dieses ist einmal hier in diesem Gebäude drin. Können wir das einmal wegloten. Dann sind wir einmal im nächsten Gebiet, und zwar in Heilsturz. Hier sind wir in Meralda, und zwar auf den Koordinaten 42, 53, und dort haben wir Schweifhobel des Arati-Handwerkers. Und das ist hier einmal in einer Hütte drin. Das können wir aufmachen. Ich fliege mal kurz raus, dass ihr seht, welche das genau ist. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Dann landen wir hier oben mal. Das ist quasi das Haus, ne? Hier ist der Hauptplatz und da ist einmal die Hütte. Dann sind wir ein paar Felder weiter, und zwar hier unten bei den Koordinaten 49, 62, und da haben wir Arati-Gerbstoff. Und das ist ebenfalls in dem Haus drin, hier gibt es aber nicht sonderlich viele nebendran. Und ja, jetzt gucken wir mal, wo haben wir es? Ah, da haben wir das Ding. Sieht eher aus wie eine Urne, muss ich sagen, aber gut. Wir befinden uns jetzt im letzten Gebiet, und zwar in Ashkhet, und dort haben wir den ersten Schatz auf den Koordinaten 56, 55, und hier haben wir Panzerpolierer, und den haben wir quasi in so einem Stand hinten drin. Klauen wir dem der Spinne weg, und dann müsste nur noch einer fehlen. Der letzte Spot ist dann einmal hier ganz weit unten, aber da machen wir das am besten mit der Stadtmap, da sieht man es ein bisschen schöner, also Stadt der Fäden. Und dort ist es auf den Koordinaten 44, 49 und es ist nicht oben, sondern unten in dieser Senke drin, ne? Und da, ne, oben seht ihr, haben wir das Konstrukt und da haben wir hier so ein kleines Gebäude, wo das Ding dann einmal hinten links auf einem Tisch liegt. Ah, und dann können wir das auch looten. Damit sind wir auch mit Kirschner komplett durch. Den nächsten Beruf, den wir uns anschauen, ist einmal Bergbau. Und dazu bin ich mal wieder in Dornegal unterwegs. Und hier haben wir den ersten Schatz auf den Koordinaten 36, 79. Und dort ist der Meißel aus Dornegal. Und der ist da einmal an diesem Kristall dran. Hier einmal wegloten. Den nächsten Schatz haben wir dann einmal auf der Insel von Dorn auf den Koordinaten 58, 62. Und dort haben wir den Hammer des irdenen Minenarbeiters. Und dieser liegt hier auf dem Tisch. Dann sind wir als nächstes in der zweiten Zone unterwegs. Und zwar sind wir jetzt hier unten auf den Koordinaten 66, 66 in den schallenden Tiefen. Und dort haben wir einmal ein Erz. Regeneriertes Erz. Ne, regenerierendes Erz, so rum, okay. Das können wir einmal holen.
Der nächste Schatz, den haben wir einmal hier auf den Koordinaten 49, 27 und da haben wir einmal die Schaufel des irdenen Ausgräbers. Die befindet sich dann einmal in so einem Gebäude drin. Ihn aufmachen. Ich fliege ein bisschen hoch, also quasi in dem mittleren von den Gebäuden. Den nächsten Schatz haben wir jetzt hier einmal den Hallsturz und zwar auf den Koordinaten 43, 56 und das ist einmal hier in der Stadt. Und dort liegt das hier so auf einem Tisch und da können wir Ausgräber der frommen, was war das? Ausgräber der frommen Archäologen einmal wegluten. Dann sind wir jetzt als nächstes in Hallsturz auf den Koordinaten 46, 64 und da haben wir den Präzisionsbohrer der Arati. Und der ist hier unter so einem Steg. Als nächstes sind wir dann einmal in Ashkehet unterwegs und dort sind beide Schätze hier unten in der Stadt der Fäden. Wir sind da einmal auf den Koordinaten 47, 72 und da haben wir schwere Spinnenquetscher und dieser liegt hier auf einem Tresen. Und der letzte Schatz, der ist dann ebenfalls hier in der Stadt der Fäden und den haben wir hier auf den Koordinaten 48, 79, also auf der Gesamtmap, ne? Und da sind wir jetzt unten, also hier unterhalb der Brücke und dort haben wir eine rubische Minenlore. Und ja, damit haben wir tatsächlich jetzt alle, Schmiede hätte ich jetzt fast gesagt, Bergbauschätze. Jetzt haben wir nur noch einen Beruf offen. Dann schauen wir uns den letzten Beruf an und zwar Kräuterkunde. Und dort sind wir jetzt wieder am Anfang in Donegal. Einmal auf den Koordinaten 59, 23 und dort haben wir die Gartensense aus Donegal. Und die liegt hier quasi einfach an so einem Baum dran. Der nächste Schatz ist dann hier auf der Insel von Dorn ein bisschen weiter weg. Und zwar einmal die uralte Blume auf den Koordinaten 57, 61. Und die haben wir hier in so einem Blumenbeet mit Blumen, die tatsächlich ähnlich aussehen oder fast genauso. Dann sind wir in der zweiten Zone angelangt und zwar einmal in den schallenden Tiefen. Und hier haben wir den Schatz auf den Koordinaten 52, 65. Und dort ist einmal das Messer des fungianischen Schlitzers. Liegt hier einfach, ja, am Ufer dran. Als nächstes haben wir die Gabel der Irdenen. Und die ist einmal in Gundagatz auf den Koordinaten 84, 34. Und dazu müssen wir hier in ein Gebäude rein. Das ist quasi hier in dieser Sackgasse quasi, ja, so das mittlere, würde ich sagen. Und dort haben wir das Ding auf dem Tisch hier liegen. Einfach quasi einmal wegloten. Dann sind wir als nächstes in Hallsturz und dort sind wir hier auf dem Feld auf den Koordinaten 47, 63 und hier haben wir die Gartenschaufel der Arati. Und die können wir jetzt hier einmal weglooten, wenn der Mob uns das machen lässt. Wunderbar. Der nächste Schatz ist dann einmal hier auf den Koordinaten 35, 55 und dort haben wir die Kräuterschere der Arati. Auch looten. Na. Dann sind wir jetzt in der letzten Zone und zwar einmal in Ashkehet und dort habe ich jetzt einen Schatz bei den Koordinaten 47, 70, die Schaufel des Tunnelgräbers und die ist an so einem Stand dran. Mal gleich mal mitnehmen. Und dann haben wir noch den letzten Schatz, der ist ein Stückchen nur weiter. Da gehen wir wieder auf die komplette Map und das ist einmal bei 50, 72 und da haben wir einmal Gespinst umschlungene gespinstumschlungener Lotus, das ist nur rausbringen. Und ja, der liegt quasi einfach vor der Statue hier. Den können wir dann auch mitnehmen. Gut, und damit müssten wir tatsächlich alle Berufsschätze von allen Berufen haben. Und ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne noch weitere Videos anschauen. Ich werde, denke ich mal, auch zu den Berufen auch noch mal ein bisschen ein kleines Guide-Video aufnehmen. Und ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für die Aufnahme. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.